Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Legend of Zelda Wind Waker. Wir gehen jetzt mal in den Wald. Auch ohne Schild. Ach. Gut, das war relativ einfach. Komm, geh hier hoch. Okay, gerade hängt es irgendwie. Aua. Was hast du denn für Klamotten an? Wer auch immer, wo bin ich hier? Ach ja, ich wurde ja von diesem riesigen Vogel. Captain Tetra. Ein klar bauter Mann sei Dank, ihr seid unverletzt. Als ich euch in den Wald hoch oben auf dem Berg stürzen sah, da dachte ich schon, es wäre um euch geschehen. Wald hoch oben auf dem Berg? Dieser verdammte Vogel hat mich also in dem Wald oben auf dem Berg fallen lassen? Das ist wohl die Hölle, Höhe. So, steh hier nicht unter die Krummgonze. Gehen wir. Mit dem Vogel habe ich nämlich noch ein Hühnchen zu hüpfen. Captain, was ist mit dem Jungen? Was soll schon mit ihm sein? Kümmere dich nicht um ihn und komm gefälligst mit. Mutter! Alter, verdammte Krischen. Otto! Hey, Idiot! Vollidiot! Zappel gefällig nicht so rum! Was? Du willst an Bord unseres Schiffes? Sag mal, hast du irgendwie nicht mitbekommen, wer wir sind? Wir sind Piratenkleider. Glaubst du etwa, wir nehmen so einen nichtsnutzigen Knirps wie dich mit? Ich verstehe ja, dass du deine verschleppte Schwester unbedingt retten willst, aber... Wir sind weder ein Kreuz, noch ein noch die Wohlfahrt. Wir haben nichts mit deinem Problem zu tun. Was du nicht sagst. Hey,
Geht's noch mit dir? Was quatscht du uns von der Seite dazwischen, du komischer Vogel? Nicht gleich aufregen. Alles, was ich sagen will, ist, dass du hier nicht aufgekreuzt wärst. Dieses Mädchen auch nicht verschleppt worden wäre. Willst du damit etwa irgendwas andeuten? Ja, das will ich. Meine Arbeit als Postbote bringt es mit sich, dass ich viel umherkomme und viel verschiedene Inseln besuche. Ist es euch vielleicht zu Ohren gekommen, dass seit einiger Zeit auf diversen Inseln junge Mädchen entführt werden? Und nicht nur das, es handelt sich dabei ausschließlich um Mädchen mit langen, spitzen Ohren wie du. Und das hier gerade, eben verschleppte Mädchen hatte auch lange, spitze Ohren, nicht wahr? Was ich sagen will, dass dieser Vogel offensichtlich mit dir verwechselt und sie irrtümlich verschleppt hat. Und außerdem war es Wodo hier, der dich vor dem Monster im Wald gerettet hat. Stimmt das? Na klar. Ja. Und noch etwas. Dieser Riesenvogel scheint sein Nest, wenn man so will, in der verwunschenen Bastion zu haben, die nördlich von hier liegt. Verwunschene Bastion? Du meinst diese Insel, die... Was gedenkst du also zu tun? Wenn ihr doch ohnehin schon dabei seid, wäre es da nicht das Schlauste, die Jungen gleich mitzunehmen? Die Rede hättest du dir sparen können. Was denn, das hätte ich sowieso vor. Über die verschwundene Bastion hört man ja in letzter Zeit nur die haarsträubendsten Geschichten. Sag bloß, du hast aller Ernst vor, mit dieser Ausrede von einem Schwert dahin zu gehen. Ich meine, selbst auf dieser verschlafenen Insel muss es doch wenigstens noch sowas wie ein Schild geben, oder? Schließlich willst du eventuell die Gegner ja nicht dumm dastehen. Sobald du etwas Brauchbares aufgetrieben hast, lasse ich dich an Bord. Und nur damit du Bescheid weißt, sind wir erstmal an Bord, kommen wir so schnell nicht mehr hier vorbei. Verabschiede dich also von deinen Lieben, damit sie dich nicht gleich vermissen. Gut, dann holen wir uns doch mal ein Schild. Otto, was ist los? Bitte sag es deiner Großmutter. Wo ist Ariel? Sie spielt doch noch draußen, oder? Du verheimlichst doch deiner Großmutter nichts, oder? Mutter. Du suchst dieses hier, nicht wahr? Nimm ihn. Was ist das Heroenschild halt? Man sagt, der legendäre Held soll ihn verwendet haben. Dann ist es also wahr. Ariel wurde verschleppt. Warum tun sie meiner Kleinen so etwas an? Ariel. Thank you.
Der Schild hat auch schon bessere Tage gesehen, was? Ob der wohl noch lange zu gebrauchen ist? Naja, wird schon seinen Zweck erfüllen. Also dann stechen wir in See. Bist bereit? Na klar. Wenn ich dich so sehe, frage ich mich, ob es nicht vielleicht das Beste wäre, du würdest dir die ganze Sache nochmal überlegen und von Bord gehen. Glaub mir, bald bist du völlig fertig mit den Nerven und von Heimweh zerfressen. Sei vernünftig, überlege es dir nochmal. Noch ist es nicht zu spät, um zur Insel zurückzukehren. Gut. Dann wäre es das für die heutige Folge. Bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.